Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Feed the Beast Insanity. So, weiter geht's. Wir fangen an mit unserer Bienenzucht. Sind eigentlich schon voll dabei. Und aus diesem ja, ich hab's. Die werden oh, können wir sogar eine Chest draus machen. Ja, wir werden jetzt erstmal so bauen. Machen wir das genau das gleiche? Ja, eigentlich schon. Mut euren. Ja. Das heißt, wir bauen hier einen Stein. Hier. Dann bauen wir eine. Bauen wir erstmal hier eine Wooden Engine. Dann eine Steinpipe, dann hier eine Diapipe. Die Diapipe eingestellt wie Krüppel nach grün, nichts nach weiß, haben Fenster und nach blau kommen die Honigtropfen. So, und dann geht's wieder nach unten. Und unten müssen wir jetzt ein bisschen ein zentrales System bauen. Nämlich da lang. Und wieder nach oben. Und wenn die Biene durchkommt, die geht da unten rein. Perfekt.
In die Richtung. Nach blau kommt die. Nach weiß kommt das. Und aufgesammelt. Und aufgesammelt. Und fertig. Gut. Ist gleicher. Sind eigentlich fast schon fertig. Bis auf das und das hier. Und dann sind wir damit auch fertig, bis auf dass wir hier unten mal wieder noch was brauchen. Ein Eisentransportpipe brauchen wir unten und dann geht's wieder nach oben. So, und dann, wenn wir wieder oben sind, ja. Bisschen wenig ganz hoch, ja. Fail. So, perfekt. Und dann kann die nächste Bienenzucht auch noch angeklemmt werden. So, perfekt. Die Kiste ganz unten wird sehr schnell voll sein. Das steht jetzt schon fest. Da die jetzt wahrscheinlich schon, ja. Deswegen wird's voraussichtlich dort unten getrennt vom Standard und auch in der nächsten Folge werde ich dort weiterbauen. So, wie sieht es momentan so aus? 2 Energy Kollektoren, ja, Kollektoren. Eisen Gold. Und wie viel haben wir da noch? 3 Stacks. Fast. So, gut. Dann überlegen wir mal. So, und wo ist hier nicht ausgeleuchtet?
Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Hä? Wir machen das jetzt einfach. Das wird zu dunkel gewesen sein. Egal, so, jetzt geht's wieder nach unten. Ich brauche die letzten zwei Diamond Pipes. Drei. Und dann belegen wir mal. Dann würde ich sagen, nach Rot. Doch. Nach Rot werden die Massen geleitet. Nach Gelb wird der, also wird das Bienenwachs geleitet. Nach Gelb. Wir schlafen jetzt mal und schauen, wie es unseren Bienen geht. Ja, ich habe das gleich schon automatisiert, aus gewissen Gründen. Weil ich mir das schon fast gedacht habe. So. Zu unseren Bienenleinen, zu unseren Bienen. Und schauen wir mal, wie es unseren Bienen geht. Habt ihr noch genug Blumen? Ja. Passt. 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 Gut. Und in der nächsten Folge werden wir sehen, wie Bienen weitergemacht werden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen für diese Folge. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.